1. Mai 2020 Erzengel Michael. 1. Mai 2020 um 11:30 Uhr. Rosalies Eucharistiekapelle, Hampton Bays, New York. Erzengel Michael Botschaft an das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Siehe da! Ich bin der Erzengel Michael, der Verteidiger des Glaubens deines Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Und ich komme heute zu Ihnen, zu den Menschen der Vereinigten Staaten von Amerika, mit einer Botschaft ihrer himmlischen Mutter, die in der schwierigsten Zeit in der Geschichte ihrer Nation über ihr Land herrscht. In dieser Endzeit stehen Sie unter dem Schutz der gesegneten Mutter Ihres Herrn und Erlösers, denn der Vater im Himmel hat durch die Erlösung der ganzen Menschheit durch seinen Sohn Jesus Christus seinem Sohn und der gesegneten Mutter himmlische Autorität über ihr Land in dieser Endzeit verliehen. Denn es ist die Mutter eures Erlösers und Retters, die den Kopf der Schlange zertreten wird, die in dieser Endzeit durch eure Nation und eure Staaten wütet. Der Böse wütet, denn er weiß, dass seine Tage gezählt sind, seine Zeit, seine Macht über seine Schergen, ob willig oder unwillig, zu behaupten, neigt sich dem Ende zu. Bald wird der Tag kommen, an dem der Vater im Himmel so prophezeit, dass die Gottesmutter eures Erlösers den verfaulten Kopf von Satan, Luzifer, Moloch und Köder zermalmen wird, einschließlich dieser und aller anderen Köpfe des uralten Übels, die schließlich zermalmt und vom Antlitz eures Landes wie auch der ganzen Welt entfernt werden. Die Zeit ist nahe, dass sie die bevorstehende große Umwandlung in einen neuen Himmel und eine neue Erde feiern. Gott sei Dank! Gelobt sei Gott! Die Zeit ist nahe. Deshalb ist dies ein himmlischer Aufruf zu den Waffen, den ich im Namen ihrer Gottesmutter mache, die mit der vollen Autorität des Sohnes des Vaters und des Vaters im Himmel, ihres Schöpfers, spricht. Der Aufruf zu den Waffen richtet sich an diejenigen unter euch, die sich entschieden haben, in dieser Endzeit mächtige Gebetskrieger zu sein. Er ist auch ein Aufruf an diejenigen unter euch, die sich noch nicht entschieden haben, sich durch die Kraft des Heiligen Geistes zu bewaffnen, sich mit eurem Erlöser und Heiland und seiner himmlischen Mutter zu vereinigen, um den Kopf der Schlange zu zerschlagen und seine satanischen Günstlinge hier auf Erden zu besiegen. Denn nichts anderes in eurer irdischen Mission, ob individuell oder kollektiv, ist jetzt wichtiger als eure Teilnahme, um die Feinde all dessen zu besiegen, was gut ist. Gott sei Dank! Wie die Botschaften des Himmels Ihnen schon seit vielen Monaten raten, hat Ihre himmlische Unterstützung den Schleier von den Schlangen gelüftet, die seit vielen Jahrhunderten unter dem Schleim und den Felsen schlummern. Durch die Einsicht, die vielen von Ihnen als Gabe des Heiligen Geistes gegeben wurde, können sich die Günstlinge Satans nicht länger verstecken. Verzweifelt in ihrer inneren Furcht und in dem verfaulten Wissen, dass sie und ihre finsteren Pläne entdeckt worden sind, erklären sie nun stolz ihre Loyalität zu dem Bösen und rühmen sich so stolz, weil sie wahnhaft glauben, dass die dämonische Macht, die sie in diesem irdischen Leben mit großem Reichtum und Erfolg beschenkt hat, sie nun zu ihrem endgültigen Sieg führen wird, der Versklavung der gesamten Menschheit, einer Bevölkerung, die sie ernsthaft zu verkleinern gedenken, was sie bereits mit ihrem Arsenal biologischer Waffen begonnen haben, das sie auf die Menschheit losgelassen haben. Haben Sie keine Zweifel. Sie sind mächtige Gebetskrieger in einem globalistischen Krieg gegen die Menschheit, geführt von den finsteren globalen Eliten, die jetzt klar für sie identifiziert worden sind. Erkennt euren Feind und steht an der Seite eures himmlischen Vaters, eures Heilands und Erlösers, eurer Gottesmutter und aller Engel und Heiligen, denn ihr werdet das Böse besiegen durch die Kraft eurer Gebete und durch die weltlichen Aktivitäten, die notwendig sein werden, um das Böse zu besiegen, um ihre neue Weltordnung zu besiegen und um den Plan des Vaters für die ganze Menschheit, einen neuen Himmel und eine neue Erde, einzuleiten. Ihre erste Verantwortung auf der Erde gilt ihren Führern, die von Gott dazu auserwählt wurden, die Menschheit in ihrer Nation wie auch in der ganzen Welt zu führen, jenen Führern, die dazu auserwählt wurden, die Gefolgsleute des Bösen in vielerlei Hinsicht herauszufordern und das Böse in seinen Bahnen zu zermalmen.
In dieser Hinsicht unterstützen sie am meisten ihre auserwählten Führer, und sie müssen sich den Führern, die mit ihrem Feind, Satan, zusammen sind, entgegenstellen und sie besiegen. Viele von euch haben die Gabe erhalten, die guten Führer von den bösen Führern zu unterscheiden, und ihr geht bereits an die Arbeit, dem Erlöser zu helfen, wenn er die Spreu vom Weizen trennt, damit ihr wisst, wem ihr als Auserwählte des Vaters im Himmel im Gegensatz zu seinen Feinden vertrauen könnt. Wenn sie an ihrer eigenen Fähigkeit zweifeln, Gut und Böse zu unterscheiden, können sie damit beginnen, alle ihre Führer zu unterstützen, die für die Heiligkeit des Lebens stehen. Sie müssen sich vehement jenen Führern entgegenstellen, die nicht nur dafür eintreten, dass das Leben eines Kindes aus dem Leib der Mutter genommen wird, sondern die jetzt auch laut und stolz den Kindesmord oder die Entführung eines neugeborenen unschuldigen Kindes unterstützen. Die größte Bedrohung für ihre Nation und die Zivilisation der Welt besteht darin, dass sie eine Nation und eine Welt geworden sind, die die Kultur des Todes unterstützt. Es ist diese verfaulende Energie des Bösen, die ihn durch seine Lakaien befähigt hat, so viel Macht und Kontrolle über das Volk ihrer Nation wie auch über die ganze Welt auszuüben. Jetzt, da sie wissen, dass dies der Fall ist, müssen sie erkennen, wer ihre Feinde sind. Sie müssen ihre Listen darüber erstellen, wer die Schergen Satans sind. Sie müssen auch eine Liste der mächtigen Gebetskrieger aufstellen, die ihre Führer sind, die für die Heiligkeit des Lebens eintreten, denn sie wurden in dieser Endzeit auserwählt, um die Feinde alles Guten zu besiegen und den neuen Himmel und die neue Erde einzuleiten. Wenn sie Satans Lakaien besiegen, die die Kultur des Todes fördern, dann werden sie auch alle anderen Schlangenköpfe des Antichristen besiegen, und er wird zusammen mit den Lakaien, die versucht haben, die Menschheit für ihre gierigen Zwecke zu versklaven, in die bodenlose Feuergrube geworfen werden. Nichts, was sie jetzt als mächtiger Gebetskrieger motiviert, sollte ihre Fähigkeit beeinträchtigen, zu erkennen, dass die Heiligkeit des Lebens die einzige spirituelle Frage ist, die für ihren Vater im Himmel, seinen Sohn, ihre himmlische Mutter und alle Engel und Heiligen am wichtigsten ist. Wenn du Gottes Feinde besiegst und du willst, wird es eine edle und große Verwandlung geben, die über das Antlitz der Erde fegen wird, eine mächtige Welle des Heiligen Geistes, die alle Kinder Gottes in das himmlische Licht und die Liebe des Vaters, des Schöpfers, einhüllen und einhüllen wird. Dies ist ihr Ziel als Kind Gottes und als Mitglied der Menschheit hier auf der Erde, dass sie an einem neuen Himmel und einer neuen Erde teilhaben werden, endlich. Gott sei Dank. Botschaft endete um 12:05 Uhr.